Unterscheidung von dem FC Bayern. Nagelsmann kritisiert Ex-Bosse zur Saison 2021 und 22 trat Julian Nagelsmann selbige Sukzession von Hansi Flick bei dem FC Bayern München an. Mit einer Siegquote von 71,4% war Nagelsmann punktetechnisch in der Bundesliga der viertbeste Trainer in der Historie des FC Bayern. In einem Befragung reflektiert der 37-Jährige hier jenseits sein Urzeit bei dem deutschen Rekordmeister. Im März 2023 wurde er in den der Länderspielpausen nebst den Bayern freigestellt. Julian Nagelsmann hat auf der die das ihm gehörende Abbruch wie Bayern-Trainer zurückgeblickt und am Werk sogar den früheren Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und den Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic kritisiert. Sagen wir es mal so, ich habe Fehler gemacht, aber ich glaube, der Club sogar, sagte Nagelsmann dem Stern. Er vermutet, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hätten in ihrer Abbildung wie Vereinsbossen nicht den Kopf ohne gehabt, weil sich bei mich zu kümmern. Nagelsmann hätte mir lieber entspannte Situation und Frieden gewünscht. Bei seiner Eintreffen in München habe sich der Club in einer Phase des Umbruchs befunden. Ich bin zur Uhrzeit gekommen, wie der Zusammenschluss mit Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn in der Clubführung in einer Umbruchphase war, und an diesem Punkt stieß ich wie junger Trainer hinzu. Ich glaube, dass der Umbruch nebst besagten Umständen vielleicht ein Tick zu viel war und dass sich Oliver und Brazzo erstmal wenn schon freischwimmen mussten von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß und dass jene in der Folge nicht den Kopf dafür frei hatten, vielleicht sogar noch nicht dasjenige Standing, weil sich viel weil mich zu kümmern. Nagelsmann hätte sich von den Bayern lieber entspannte Situation und Frieden und Ausdauer gewünscht. Als Beispiele nannte er Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Selbige nebst ihren Vereinen, Liverpool und Manchester City, eine Anzahl von Jahre benötigten, weil große Anrede zu gewinnen, weil zu arbeiten. Bei Bayern sei der Verdichtung ein anderer, da wird dasjenige von einem Moment auf den anderen erwartet. Nagelsmann äußerte aber sogar Selbstkritik und zog Vergleiche zu seiner Urzeit wie Bundestrainer. Er gab zu, dass er zur Zeit wie Bayern-Trainer seinen Spieler zu an vielen Orten publik kritisierte, die Bemängelung kam wohl an. Selbige Spieler hatten selbige Auslandsvertretung verstanden. Lang korrigiert hat sich als Folge dessen nichts. Ich rede für sich selbst sehr klar, aber hinter extern dringt nichts. Beim Deutscher Fußballbund mache ich es anders.